Und damit willkommen zurück bei BitLife. Und schauen Sie einmal auf diese Aufnahmen aus Berlin. Mehr als 65.000 Menschen feierten am Samstag in Berlin den Christopher Street Day, setzten sich für die Schwulen- und Lesbenrechte ein. Aber die Aufnahmen, die zeigen eben, wie die Demonstranten dicht an dicht feiern. Und die meisten haben natürlich keine Maske auf. Und das macht den Vorgang so interessant, alles unter den Augen der Polizei. Ja, die Beamten hatten bei der Demo offenbar kein Problem mit diesem Fehlen der Masken. Im Gegenteil, die Polizei twitterte, die Sonne strahlt der heutigen Demo des CSD unter dem Motto Save Our Community, Save Our Pride bereits entgegen. Ja, und unsere Ansprechpersonen Anne und Sebastian sind vor Ort und begleiten den CSD. Wir wünschen Happy Pride. Bei uns ist Walter Bildschirm Julian Reichelt. Julian, man hat das Gefühl, wir haben jetzt hier über unzählige Demos in den letzten Monaten berichtet. Manchmal auch über Leute, die einfach nur im Park saßen und ein Bier getrunken haben. Da kam dann die Reiterstaffel und hat die weggeprügelt. Und hier jetzt sozusagen gibt es diese Demonstration in Berlin, wo wir ja, glaube ich, alle uns einig sind. Das ist toll, dass diese Menschen auf die Straße gehen. Tolles Anliegen, stehen wir alle dahinter. Aber die Polizei, die offenbar unterscheidet in gute und schlechte Demonstrationen. Es ist toll, dass diese Menschen auf die Straße gehen. Es ist eine tolle Veranstaltung. Aber das Tollste ist in Deutschland ist nicht, dass es den CSD gibt. Das Tollste in Deutschland ist, dass es Versammlungsfreiheit und das Recht zu demonstrieren gibt. Und das Tollste in Deutschland ist, dass da eigentlich nicht nach Inhalten unterschieden wird, wer dieses Recht wahrnehmen darf, sondern dass dieses Recht erstmal ein Grundrecht ist. Und wir sehen inzwischen eindeutig zwei Dinge. Erstens, dieses Grundrecht ist brutalst eingeschränkt und zwar ganz klar nach politischen Kriterien. Nach allen objektiven Kriterien der letzten Monate hätte die Polizei das gestern auflösen müssen. Nur um es einmal klar zu sagen, ich bin nicht dafür, dass das aufgelöst wird. Ich bin dafür, dass dieser Regelirrsinn endlich ein Ende findet. Ja, aber wenn man gleiche Standards, und das ist das Wesen des Rechtsstaats, anlegt, dann hätte man diese Demo gestern auflösen müssen. Inzwischen sind Demos erlaubt, die Politikern gefallen, ganz einfach. Und das ist einfach eine Abkehr von unserem Grundgesetz, nichts anderes. Ja, das ist eine schreckliche und furchterregende Entwicklung. Und wir glauben doch nicht ernsthaft, dass man Minderheiten in einem Land am besten schützt, indem der Staat entscheidet, was richtige und falsche Meinungen, was richtige und falsche Ansichten sind. Das ist genau der Weg dahin, dass es gefährlich wird für Minderheiten, nicht, dass Minderheiten geschützt werden. Und das Zweite, was man dort sieht, ist, dass dieses Virus, ich nenne es bewusst Virus, der richtigen Gesinnung inzwischen auch die Polizei ergriffen hat. Ja? Die Twitter-Accounts der Polizei in diesem ganzen Land sind absolut grauenvoll. Die Social-Media-Teams von Polizei haben nichts mehr, ganz oft nichts mehr mit dem zu tun, was Polizei eigentlich sein soll. Nämlich objektive, den Gesetzen folgende Staatsgewalt. Dass diese Twitter-Accounts inzwischen politisch sind, ist vollkommen klar. Wir sehen da die große Freude der Polizei, dass gegen alle bestehenden Regeln ganz offenkundig verstoßen wird. Es wird auch so getan, als würde dagegen nicht verstoßen. Die Polizei ist hier nicht nur objektiv, sondern ganz klar politisch. Gleichzeitig erleben wir Meldungen wie vor einigen Wochen, wo ein paar Freunde sich zum Essen getroffen haben. Polizei kommt, ja, tritt ihnen quasi die Tür ein. Einer von denen flüchtet sich aus dem Fenster. Er bricht sich dabei das Bein in Angst vor der Polizei in unserem Land, weil man beim Abendessen saß. Und die Pressemitteilung der Polizei lautet, endete im Krankenhaus, ne, ein Abendessenverstoß gegen die Corona-Regel, endete im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein, war es, glaube ich, Gedankenstrich, und eine Anzeige gab es oben drauf. Das sind natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Welten, in denen wir uns da gerade bewegen. Und das Grundgesetz und unsere Grundrechte sollten sich nicht in unterschiedlichen Welten bewegen, sondern sie sollten für alle gelten und sie gelten nicht mehr für alle. Und damit muss endlich wieder Schluss sein. Ja, aktuell wird ja auch immer noch viel darüber diskutiert, ob es wieder Konzertbesuche geben sollte, ob es wieder Großveranstaltungen, ob die wieder mehr erlaubt werden sollten. Das wird ja auch im Moment schon ausprobiert. Demnächst gibt Kira, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Sie sollten nicht wieder erlaubt werden. Die Politik sollte endlich erkennen, dass jegliche Grundlage, dass uns das verboten werden kann, weg ist mit der Impfung. Und wir wollen einmal in eine Matz schauen, wo nämlich ein Konzert abgebrochen wurde. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Bei mir ist jeder willkommen. Okay? Und das Ganze wird hier politisiert und das ist einfach vollkommen
80.000 Leute eng aneinander auf der Straße waren. Ja, das war die Popsängerin Nena und gestern eben beim Konzert hier in Berlin, da ist das Ordnungsamt auf die Bühne gekommen und hat die Zugabe verboten, weil eben das Ordnungsamt gesagt hat, dass die Leute nicht in ihren richtig abgesperrten Boxen stehen. Was mich an dieser Aufnahme aber ehrlich Max, gesagt noch... wer ist denn bitte das Ordnungsamt in diesem Land? In dieser Stadt ja, sehr viel, wie wir beide wissen. In dieser Stadt sehr viel, aber das Ordnungsamt, das Wort Ordnungsamt kann einem ja schon Angst machen. Wenn man es mal mit dem Ordnungsamt auf der Straße zu tun bekommt, weiß man, mit was für Leuten man es da oft zu tun hat. Das ist was anderes als die Polizei. Ja? Das ist eine Rechthaberorganisation. Und in diesem Fall kommt eine Rechthaberorganisation wie das Ordnungsamt und verbietet Menschen in einer Gesellschaft, die zu einem höchsten Grad schon durchgeimpft ist, an einem lauen, teilweise etwas verregneten Sommerabend eine Zugabe von Nena zu hören? Was für ein Staat ist das denn geworden, in dem eine Suborganisation von Ordnungsbehörden Menschen verbieten darf, noch ein bisschen mehr Musik zu hören? Und zwar nicht wegen Ruhestörungen, sondern wegen irgendwelcher Regeln, die gar keine innere Grundlage und Rechtfertigung mehr haben. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ja, es ist ja vor allen Dingen so absurd, weil das Konzert war ja fast zu Ende und die Leute waren sowieso schon. Es kann fast am Anfang gewesen sein. Es kann fast am Anfang gewesen sein, es kann in der Mitte gewesen sein, es kann fast am Ende gewesen sein. Es geht den Staat nichts an, ob ein Konzert am Anfang oder am Ende ist, wenn es keine absolut übergeordnete, herausragende Bedrohung gibt. Übrigens, wir leben in Tagen, in denen der Staat bei der letzten übergeordneten, herausragenden Bedrohung gesagt hat, ach, wir warnen die Menschen mal lieber nicht vor der Flut und naja. Das mit der SMS, ob das mal eine gute Idee ist, alle Menschen davor zu warnen. Aber wenn Nena dann auf der Bühne steht und die Leute noch ein bisschen singen wollen, dann maßt sich dieser Staat auf einmal an. Und man muss sagen, das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis von einer berauschenden Angstpolitik, die Politikern so viel Zugriff gegeben hat, dass sie davon gar nicht mehr lassen können. Ja, wir erinnern uns an den regierenden, unfähigsten Bürgermeister Deutschlands, Herrn Müller in dieser Stadt, der gesagt hat, wie viele Tote wollen wir denn für ein Shopping-Erlebnis in Kauf nehmen? Es hat keinen einzigen Toten je wegen eines Shopping-Erlebnisses gegeben, der in irgendeiner Weise plausibel nachvollziehbar wäre. Aber das ist eine Rhetorik, die diesen Menschen Befugnisse gegeben hat. Und von diesem süßen Gift der Befugnisse können sie nicht genug bekommen. Das Ergebnis ist, dass dann auf einmal Nena von der Bühne runter schikaniert wird. Und du hast es gesagt, diese Impfpflicht, die im Raum steht. Nena hat ja gerade gesagt, bei mir sind alle willkommen, ob geimpft oder nicht geimpft. Wie weit diese Diskussion nun mittlerweile geht, das zeigt sich in Baden-Württemberg. Da hat Winfried Kretschmann ein Interview gegeben mit der dpa und da hat er gesagt, wir planen keine Impfpflicht. Für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht aber nicht ausschließen, Wahnsinn. Julian. Wahnsinn. Ich frage mich wirklich, ob diese Menschen nicht mehr überblicken, was sie unserem wundervollen Land und dem Glauben an diesen Staat da gerade antun. Gestern, das muss man einmal ganz klar sagen, war der beste Tag, den sich alle Querdenker, alle Telegram-Gruppen, Xavier Naidoo, der Wendler, alle Leute, die ihre Telefone in Alufolie einschlagen, die all diese Menschen sich jemals hätten vorstellen können. Denn gestern war der Tag, an dem sie gesagt haben, wir haben es euch immer gesagt. Doch immer gesagt, sie werden kommen mit dieser Impfpflicht. Und es tut mir leid, ich kann das auch nicht anders verstehen. Wer Politiker Deutsch kennt, der weiß, dass es genau das natürlich bedeutet. Vorerst nicht, aber versprechen kann. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was es an Parallelrhetorik gibt von noch deutlich höherer Stelle, dass wir inzwischen hören, wer nicht geimpft ist, der muss sich nicht wundern, wenn er im Herbst nicht zur Party eingeladen wird. Das kommt von unserem Gesundheitsminister. Und das ist nichts anderes als ein Aufruf zur gesellschaftlichen Ächtung von Menschen, von einer Gruppe von Menschen. Und genau da ist das Problem. Wir ächten keine Gruppen in diesem Land. Wir können gerne individuelles, strafbewehrtes, meinetwegen in manchen Fällen auch moralisch fragwürdiges Verhalten ächten. Aber dieser Staat ächtet keine Gruppen. Diese Regierung hat keine Gruppen zu ächten, von denen sie die Motive nicht kennt, die individuellen Motivationen nicht kennt. Dieser Staat sollte keine Gruppen ächten. Das ist das Schlimmste, was ein Staat tun kann. Und genau das tut unsere Bundesregierung aber gerade. Und genau das führt natürlich dazu, dass sich all die Menschen, die hier wenige Kilometer von diesem Haus entfernt vom Reichstag-Gebäude demonstriert haben, dass die sich leider auch nicht ganz zu Unrecht komplett in ihren Befürchtungen bestätigt fühlen. Und wenn dieser Staat noch einmal sagt,
die Millionen, die ihr da oder die Tausenden, die ihr da auf der Straße seht, das sind alles Querdenker und was sie verbreiten, ist Fake News, dann hat der Staat sich unglaubwürdig gemacht. Denn das, was sie immer als Fake News bezeichnet haben, dass sie über eine Impfpflicht nachdenken, möglicherweise eine Impfpflicht wollen oder wenn sie sie nicht bekommen, durch die Hintertür, durch maximale Repressalie einführen, ja, das lässt sich irgendwie nach den Zitaten nur noch ganz schwer bestreiten.